So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer heutigen Podiumsdiskussion, komplett virtuell. Mich können Sie leider nicht sehen, weil wir kurzfristig noch ein bisschen umgeswitcht haben und auf eine andere Software umgewechselt haben, die mit meiner Kamera nicht kompatibel war. Aber das ist nicht so wichtig, mich muss man nicht sehen, mich hört man. Wichtig ist, dass man die beiden Bürgermeisterkandidaten hier sieht, die sich um das, um die Stichwahl, um das Amt des Bürgermeisters bewerben. Trotzdem, mein Name ist Markus Hugo, ich bin der Geschäftsführer der Agentur Hugo Richter, die die Calenberger Online News und die Leinetal Online News herausgibt. Heute führe ich Sie und die beiden verbliebenen Bewerber um das Bürgermeisteramt von Basinghausen durch das Programm. Am 15. November haben Sie die Wahl zwischen diesen beiden Personen. Da ist zum einen auf der linken Seite des Monitors Roland Ziesenis von der CDU, 39 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, Abiturstudium, Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Nebenerwerbslandwirt, Professor für Betriebswirtschaftslehre, seit 15 Jahren Mitglied des Stadtrates, derzeit dort Fraktionsvorsitzender der CDU, seit 4 Jahren auch Abgeordneter der Regionsversammlung, aktiver Feuerwehrmann und zeitweilig auch Ortsbrandmeister gewesen. Und auf der rechten Seite sehen Sie Henning Schönhoff von der SPD, 53 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, Teamleiter in der Produktionslogistik einer Maschinenbaufirma in Rinteln, seit 6 Jahren im Stadtrat, dort stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD, seit 20 Jahren leitende Funktionen in der Feuerwehr, unter anderem 20 Jahre Ortsbrandmeister und seit 5 Jahren stellvertretender Stadtbrandmeister. Ja, meine Herren, Amerika hat gewählt, aber noch kein Ergebnis. Das war in Basinghausen so ein bisschen anders. Da ist zwar auch gewählt worden, aber da gab es so schnell ein Ergebnis, dass man fast so ein bisschen überrannt worden ist davon. Das ging rasend schnell. Da haben die Wahlhelfer wirklich einen sensationellen Job abgeliefert, dass nach einer Stunde quasi schon das fertige Ergebnis vorlag. Und ja, Sie beiden sind die, die übrig geblieben sind. Herzlichen Glückwunsch erstmal soweit. Und auch herzlichen Dankeschön. Dank an Sie, aber auch an die anderen Bewerber, die jetzt nicht mehr dabei sind, für die Bereitschaft, in der heutigen Zeit für so ein Amt zu kandidieren. Natürlich gibt es dafür auch Geld, das ist keine Frage, und auch ein bisschen mehr Geld als für den einen oder anderen Job. Dafür hängt da natürlich auch gewaltige Verantwortung dran, die man stemmen muss. Ja, wir wollen gleich in medias res gehen. Wir haben uns heute für eine gute Stunde verabredet. Das heißt, so bis gegen 19 Uhr, plus minus, wenn wir früher durch sind, sind wir früher durch. Wir haben verabredet, dass wir uns nächsten Freitag wieder um 18 Uhr hier treffen für die letzte Runde. Und dann geht es zur Stichwahl und dann werden wir sehen, wer von Ihnen beiden Bürgermeister von Basinghausen sein wird. Der Bürgermeister hat ein großes Thema vor seiner Brust, wenn er denn gewählt ist. Und zwar wird es in den beiden Rathäusern immer enger. Und es liegt nicht am neuen Bürgermeister und auch nicht unbedingt am alten Bürgermeister. Denn das Thema Erweiterungsmaßnahmen für das Rathaus sind ja schon länger ein Thema im politischen Raum. Gerade gestern Abend wieder Thema im Stadtrat gewesen. Meine Frage, wie wollen Sie Ihren Mitarbeitern eine Perspektive geben, wieder einen ordentlichen Arbeitsplatz im Rathaus vorzufinden? Und ich würde Herrn Ziesenis bitten, bei dieser Frage zu beginnen, danach Herrn Schönhoff. Ja, vielen Dank, lieber Markus Hugo. Die Frage beantworte ich natürlich sehr gerne. Wir hatten uns als CDU mit diesem Problem schon länger beschäftigt und haben deswegen auch, obwohl wir natürlich wussten, dass das nicht unbedingt von der Bevölkerung überall gewünscht ist, auch mit dem Gedanken anfreunden können, eben bei der Wilhelm-Stedtler-Schule, sage ich jetzt mal, einen separaten Trakt für eine Rathauserweiterung gleich mit vorzusehen. Da hätte es halt zwei Vorteile gegeben. Erstmal, man hätte es relativ kurzfristig, also im Zuge der Wilhelm-Stedtler-Schule, mit umsetzen können. Das wäre der eine Vorteil gewesen. Und der zweite Vorteil wäre gewesen, dass es, so wie jetzt die Baukosten im Moment aussehen, für eine mögliche Erweiterung am Rathaus 2 wäre doch der Schritt Wilhelm-Stedtler-Schule möglich gewesen und eben auch kostengünstiger gewesen. Ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf. Ich glaube, es müsste aber so ungefähr 1 Million Euro Differenz der Baukosten, natürlich der geschätzten Baukosten sein. Da wurden wir allerdings als CDU ja überstimmt von der Mehrheit Rot-Grün, dass das nicht gewünscht ist. Die Argumente dafür sind natürlich klar. Man wollte ungern Schule und Rathaus vermischen. Uns hatte aber das Konzept, das muss man ehrlicherweise sagen, das eben die Verwaltung vorgelegt hat, dass es eben keine Berührungspunkte zwischen dem,
der Schule und dem Verwaltungstrakt an sich gegeben hätte, hatte uns damals schon überzeugt. Und wie gesagt, wir haben das Problem schon frühzeitig erkannt und haben dort eben auch den Handlungsbedarf gesehen. Gut, die Mehrheit hat nun entschieden, dass es nicht so kommt. Das muss man natürlich akzeptieren. Wir bedauern das einen Schritt weit, aber man muss jetzt natürlich sehen, wie es weitergeht. Da ist natürlich jetzt der Vorschlag der Verwaltung, dass man eben am Rathaus 2 anbaut. Da gibt es aber noch verschiedene Probleme zu lösen, die noch gelöst werden müssen. Nämlich zum Beispiel, wie sieht es eigentlich aus mit Parkplätzen für die Mitarbeiter? Auch wenn man sagt, naja, Rathaus 2 ist natürlich gut zu erreichen über öffentliche Verkehrsmittel, das ist auch so, muss man trotzdem immer, wenn man einen Baukörper baut, eben gewisse Parkplätze vorweisen. Da könnte es natürlich auch Lösungen geben, die werden auch schon durch die Verwaltung eben evaluiert, aber wir wissen, dass es eben am Rathaus 2 wahrscheinlich mit den Parkplätzen sehr, sehr eng wird. Das ist ein Problem und das hätten wir uns halt aus meiner Sicht vielleicht ein bisschen einfacher machen können, indem wir es am Rathaus 1 angebaut hätten, zumal wir eigentlich auch die Plätze, also sprich die Mitarbeiter, die wir oder die Abteilungen, in denen die Mitarbeiter arbeiten sollen, eigentlich mehr zum Rathaus 2 gehören als zum Rathaus 1. Andersrum, Entschuldigung. Eigentlich mehr zum Rathaus 1 gehören als zum Rathaus 2. Nichtsdestotrotz muss man jetzt eben anfangen. Ich würde aber diesen Gedanken Rathaus 1 vielleicht noch nicht ganz verwerfen wollen, ob man da nicht nochmal gucken kann, ob man es doch anbauen kann. Auch da ist natürlich das Parkplatzproblem. Aber vielleicht, wenn man nochmal über den Bereich Bert-Brecht-Schule nachdenkt und die vielleicht ja doch verlagert werden sollte an die Lisa-Tetzner-Schule vom Gebäude her, könnte man vielleicht überlegen, ob man da nicht Parkplätze schafft. Und so den Weg würde ich erstmal versuchen zu gehen. Nur man muss jetzt eben erstmal gucken, wie man schnell möglichst umsetzt, weil natürlich jeder Mitarbeiter auch vernünftigen Arbeitsplatz braucht. Ja, vielen Dank, Herr Ziesenis. In der Tat, ich habe nochmal nachgelesen, 3 Millionen sollte ungefähr der Anbau oder vielmehr die Erweiterung in der Wilhelm-Städler-Schule kosten. Die Verwaltung hat jetzt für die Ausweitung am Rathaus 1 oder Rathaus 2 die Kosten auf etwa 4,5 Millionen Euro geschätzt, also 1,5 Millionen Euro mehr. Herr Schünhoff, Ihr Job als Bürgermeister, wie bieten Sie Ihren Mitarbeitern eine Perspektive für einen guten Arbeitsplatz? Ja, schönen guten Abend erstmal in die Runde und guten Abend, lieber Markus Hugo. Wir hatten uns damals auch sehr intensiv mit der Lösung beschäftigt, das Raumproblem durch die Integration in die Wilhelm-Städler-Schule zu lösen. Wir sind aber als Fraktion und ich auch persönlich zu der Meinung gekommen, dass das nicht die optimale Lösung ist für beide Seiten. Denn es gab auch in dem Vorschlag, der diskutiert wurde und der offengelegt worden ist, nicht ganz so scharfe Trennung, wie es eben dargestellt worden ist. Denn wenn ich von einer Barrierefreiheit für alle Beteiligten ausgehe, dann war das schon so, dass dann eine gemeinsame Nutzung von zum Beispiel Aufzügen vorgesehen war, sofern ich das richtig in Erinnerung habe. Das heißt, eine Trennung wäre so nicht möglich gewesen. Und auch die baulichen Voraussetzungen und diese Barrierefreiheit, das heißt, das Erreichen der oberen Stockwerke in der Verwaltung, zu gewährleisten, hätte dazu geführt, dass in der Schule ein Zuschnitt der Versorgung mit einem Aufzug nötig gewesen wäre, der für die Schule nicht unbedingt vorteilhaft gewesen wäre. Wir haben damals angeregt, die Lösung nochmal zu prüfen, wie es ist, wenn das am Rathaus 2 erweitert wird. Da gibt es ja verschiedene Ideen, wie man da erweitern könnte. Es gibt das Gebäude der Stadtwerke, die da im alten Postgebäude residieren. Da gab es vor einiger Zeit auch mal Überlegen, ob man nicht die Verwaltung der Stadtwerke an die Stadtwerke dann in Eckerde mit ankoppelt, sodass auch da freie Flächen gewonnen werden können. Es gab die Idee, eventuell das Haus Poststraße 1 mit in die Flächengewinnung mit einzuberechnen. Das heißt, das ist im Moment in nicht ganz gut baulichem Zustand und auch nicht barrierefrei. Es sind Teile dort ausgegliedert, jetzt auch schon der Verwaltung. Und das ist alles nicht optimal, sodass wir eigentlich die Lösung am Rathaus 2 präferiert haben der damaligen Zeit, da es auch verkehrstechnisch sehr gut angebunden ist über den ZOB und den nahegelegenen Bahnhof. Das sind alles Aspekte, die bei uns mit reingespielt haben. Und so hatten wir angeregt, zu prüfen, wie das umzusetzen wäre. Gut, seit einigen Tagen liegen da die ersten Ergebnisse vor. Mit denen muss man sich jetzt auseinandersetzen.
Es sind geschätzte Baukosten, das ist richtig. Es gibt auch einen Entwurf am Rathaus 1 noch was zu machen. Das wurde gestern vom ersten Stadtrat Dr. Wolf noch mal ins Rennen geführt. Problem sind in beiden Fällen Parkplätze, wobei die sich im Bereich des Rathauses 2 sicherlich einfacher lösen lassen als im Rathaus 1. Und ich würde die Lösung, die Roland Ziesen es eben angesprochen hatte, indem man auf die Flächen der Bert-Brecht-Schule zugreift im Raum im Zuge der Parkplatzgewinnung, ganz und gar nicht präferieren. Denn wir haben auf der einen Seite, reden wir häufiger davon, dass das ein Filetstück ist bei uns in der Innenstadt und das dann als bloßen Parkraum für die Innenstadt, für die Verwaltung, für das Rathaus zu nutzen, das halte ich ein bisschen für nicht optimal. Dr. Wolf hat gestern darauf hingewiesen, dass es in beiden Bereichen das Parkproblem gibt. Dem müssen wir uns stellen. Vielleicht gibt es da noch kreative Lösungen, die jetzt im Moment noch nicht auf dem Tisch liegen. Ich denke mal, da müssen wir ganz einfach mal gucken und jetzt mehr in die Detailplanung einsteigen, da das im Moment noch alles sehr grob gehalten ist. Darf ich dazu nochmal ergänzen? Gerne. Markus? Ich habe ja nicht vor, die gesamte Fläche dort als Parkplatz auszuweisen. Das wäre sicherlich auch nicht notwendig und auch nicht sicherlich sinnvoll, sondern die Überlegung ist halt, ob man einen Teil des Geländes, wenn es denn frei werden würde, eben dann als Parkfläche nutzen könnte und diese Parkfläche natürlich dann eben am Wochenende auch der Innenstadt zur Verfügung steht, so wie es ja die Parkplätze am Rathaus 2, im Rathaus 1 im Moment auch tun. Wenn wir eben dort keinen Verwaltungsbetrieb haben, dann stehen ja den Bürgerinnen und Bürgern als Parkfläche zur Verfügung. Und da braucht man sicherlich nicht irgendwie das ganze Gelände mit Parkplätzen vollzubauen. Aber ich denke, das wäre eine akzeptable Lösung, wie man dieses Problem denn konkret jetzt auch lösen könnte mit den Parkplätzen. Und vielleicht auch noch gegenüber einem, sage ich jetzt mal, Parkhaus wahrscheinlich erheblich kostengünstiger. Okay. Gut, also wir hören zwei verschiedene Konzepte, die auch untermauert sind inzwischen durch Vorlagen aus dem Rathaus. Wie ist denn das weitere Vorgehen? Was passiert jetzt? Jetzt gab es diese Informationsvorlage, es gab jetzt gestern diese Berichte im Rat. Wie ist das weitere Vorgehen? Jetzt gehen wir mal davon aus, heute ist der 15. November oder wir gehen noch mal ein bisschen weiter und sagen, heute ist der 23. Januar. Morgen sind Sie, jetzt mal spaßeshalber, beide Bürgermeister. Wie gehen Sie jetzt mit diesem Thema um? Was ist jetzt das weitere Vorgehen? Was passiert jetzt? Herr Schönhoff. Ja, gestern wurde uns die Informationsvorlage vorgestellt im Rat. Wir hatten sie vorher schon zur Einsicht im Ratsinformationssystem auch. Es muss weiter intensiviert werden bzw. detailliert werden. Es gibt die zwei Möglichkeiten, wobei ich die Möglichkeit am Rathaus 2 im Moment für mich weiterhin präferiere. Aber das geht ganz normal seinen Prozess weiter. Also es wird ja nicht so sein, dass wir jetzt am 23. Januar weder Roland Ziesen ist noch ich dann sagen, so, Punkt, jetzt bin ich da, jetzt machen wir das mal so und so. Natürlich werden wir diese Vorlagen weiter verfeinern müssen und irgendwann werden die politischen Gremien darüber befinden müssen, welche Lösung dann auch vor Kostenhintergründen für Basinghausen gezogen wird. Das wird sicherlich nicht der Bürgermeister alleine entscheiden können. Da wird auch weiterhin der Rat eingeschaltet sein, um solche Entscheidungen A vorzubereiten, nachdem es die Verwaltung detailliert hat, in den Ausschüssen und dann nach Beratung in Ausschuss und Fraktion dann auch im Stadtrat so zu beschließen, welche Lösung dann auch immer sich als die beste herausstellt. Wie gesagt, es liegen zwei auf dem Tisch. Ich präferiere die Lösung am Rathaus 2. Jetzt müssen wir mal sehen, wie die Detailklärung weiterläuft und dann, wie gesagt, entscheiden die Gremien. Herr Ziesenes, was machen Sie als Bürgermeister? Gut, dass die Gremien dort einbezogen werden müssen, das ist natürlich richtig und das ist auch sinnvoll. Ich denke aber, dass wir an dieser Stelle schon aktiv werden müssen, weil wir haben ja jetzt, sage ich jetzt mal, oder der Bürger nimmt ja im Moment wahr, dass es bei der Verwaltung erhebliche Aufgaben gibt, die nicht umgesetzt werden. So, und da sprechen wir mal natürlich davon, wie können wir das eigentlich besser machen? Das heißt, wie kriegen wir eigentlich diese Aufgaben schneller umgesetzt? Und der Hauptfaktor, den wir haben, warum es eben im Moment nicht umgesetzt wird,
ist, dass wir zu wenig Personal in bestimmten Bereichen haben. Eben gerade, wo wir auch das angesprochen haben, das heißt Gebäudewirtschaft, also Hochbauamt fehlen uns Personal, Tiefbauamt fehlt uns Personal, uns fehlt immer noch ein Baudezernent und diese ganzen Geschichten. Das heißt, das, was wir eigentlich machen wollen, neue Schulen bauen, zum Beispiel, oder auch neue Kindergärten bauen, das hängt halt von diesem Hochbauamt oder Gebäudewirtschaft sehr stark ab. Und da müssen wir unbedingt nachsteuern. Und da hatten wir gesagt, okay, wir müssen da nachsteuern. Das heißt, es muss uns gelingen, Personal ins Rathaus reinzukriegen. Und dafür, da waren wir uns, glaube ich, alle einig in der letzten Talkrunde, muss die Stadt Basinghausen als Arbeitgeber auch attraktiver werden. Und da ist natürlich zum Beispiel die Ausstattung, dass man ein vernünftiges Büro an seinem Arbeitsplatz hat. Ich glaube, wer arbeitet, der weiß das, der möchte auch ganz gerne einen vernünftigen Arbeitsplatz haben. Das ist ein ganz wichtiges Schlüsselelement. Und deswegen denke ich, müssen wir da auch dringend vorwärts kommen. Und da muss man jetzt eben sehen, kann man das am Rathaus 2 kurzfristig lösen, das Problem mit den Parkplätzen, ja oder nein? Das wäre der erste Schritt, der erstmal zu prüfen geht. So, und wenn das eben nicht geht, dann muss man eben gucken, lässt das Rathaus 2 dann überhaupt diese Möglichkeit offen? Und wenn es die nicht offen lässt, dann muss man eben zwangsweise ans Rathaus 1 gehen. Und ich glaube, wir dürfen halt auch nicht mehr so viel Zeit ins Land gehen lassen, sondern man muss eben konkret an diese Geschichte jetzt rangehen. Weil sonst kriegen wir das nicht wirklich voreinander, dass wir, wenn wir den Leuten eben nicht sagen, ja, du kriegst vielleicht ein Büro im Keller, wenn du Glück hast, dann kommt ja auch nicht nach Basinghausen der Verwaltungsmitarbeiter, den wir dringend brauchen. Und deswegen ist halt klare, strukturiertes Vorgehen erforderlich. Geht es da, auch wenn es vielleicht da wünschenswert ist, das da unten zu machen, wenn es da nicht geht, dann muss man eben die Alternative suchen und vielleicht wirklich dann einfach ans Rathaus 1 gehen. Und deswegen sehe ich das auch mit diesem Einbezug von dem Stadtwerke-Gebäude, also Poststraße 1, vielleicht an der einen oder anderen Stelle kritisch, weil es nämlich diesen Prozess der Schaffung der Büroräume, glaube ich, nur verkomplizieren würde im jetzigen Moment. Nichtsdestotrotz, man kann natürlich darüber sprechen, wenn das Gebäude wirklich so abgängig ist, was macht man dann damit? Ne, da sind wir natürlich als Stadt und Stadtwerke sicherlich auch gemeinsam in einem Boot, dass man da, sage ich jetzt mal, für die Stadtentwicklung eine gute Lösung findet. Aber wenn man jetzt sagt, das reißen wir erstmal weg, dann ist natürlich auch klar, die Leute müssen, die dort im Moment arbeiten, die müssen dann auch irgendwo hin. Deswegen glaube ich, man sollte das Stadtwerke-Gebäude erstmal nicht außen vor lassen in der Gesamtplanung, aber zumindest bei der konkreten Schaffung jetzt kurzfristig Räume zu schaffen, erstmal nicht weiter berücksichtigen, sondern wirklich gucken, wo haben wir die Optionen. Vielleicht lässt es sich ja auch lösen. Wie gesagt, die Verwaltung ist da in Gesprächen, dass man das Parkplatzproblem am Rathaus 2 vielleicht lösen kann. Und ansonsten muss man eben sehen, wie kann man es, wenn es da nicht möglich ist, wie kann man es dann am Rathaus 1 lösen und das dann eben zügig einfach auch umsetzen und da eben konkret rangehen. Und ich glaube, da ist die erste Baustelle, stand ja heute auch in der Zeitung oder zumindest in den Online-Medien, ja, Baudirektor haben wir leider noch nicht finden können, dass wir diese Stelle, weil das ist eine Schlüsselstelle in Basinghausen, jetzt erstmal relativ kurzfristig auch besetzen, damit wir eben an dieser Stelle auch weiterkommen, weil da hängen so viele Sachen hinten dran. Wenn ich da noch ganz kurz dazu einwerfen darf, gerade in der Zeit der Pandemie, in der wir uns ja gerade jetzt befinden, ist es in vielen Firmen durchaus üblich und auch im Zuge der Verwaltung, dass Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten. Das heißt, wenn es, wie im Moment ja auch dargestellt, eine akute Platznotsituation gibt im Rathaus, das heißt, wir können Mitarbeiter nicht unterbringen, dann muss man da auch mal etwas kreativere Lösungen auf den Tisch legen. Das sind Homeoffice-Lösungen, wo sich vielleicht dann auch mal drei Mitarbeiter vielleicht zwei Arbeitsplätze teilen, so dass man dann auch den Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, von zu Hause zu arbeiten und nicht für alle eine 100% Abdeckung mit einem Büroarbeitsplatz in der Verwaltung eventuell vorhalten muss. Das sind Lösungen, die geprüft werden müssen. Es gibt sicherlich Bereiche, wo das geht. Es gibt auch sicherlich Bereiche, wo das nicht geht. Aber ich denke mal, gerade in der Zeit, wo wir jetzt noch keinen neuen Baukörper haben, den wir beziehen können, ist das eine Option, die wir ins Rennen führen müssen. Und ich denke mal, das ist auch eine Aufgabe für die Verwaltung in Summe, das in den nächsten Monaten weiter zu verfeinern. Sie sind ja schon ganz gut dabei, teilweise in den Homeoffice-Lösungen, das jetzt auch noch ein bisschen mehr auszuweiten und dann gegebenenfalls flexibel mit Arbeitsplätzen umgehen zu können. Das ist ja durchaus in der Wirtschaft auch üblich. Ja, da war schon das Stichwort für meine nächste Fragerunde. Das Thema Homeoffice. Herr Schünhoff hat es gerade angesprochen.
Das ist natürlich gerade in Zeiten von Corona eine Geschichte, die überall gerne praktiziert wird. Die Landesregierung beispielsweise und auch der Bundesarbeitsminister haben dazu aufgerufen, verstärkt diese Möglichkeit in Betrieben zu nutzen, natürlich auch in Verwaltungen. Wie wollen Sie das für das Rathaus umsetzen? Gleichzeitig, weil das Coronavirus wird uns ja vermutlich nicht am 24. Januar mit Ihrem Dienstbeginn verlassen haben, gleichzeitig eine bürgernahe und bürgerfreundliche Verwaltung zu haben und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice zu haben, ist ja ein schwieriger Grat. Wie gelingt Ihnen das, den zu meistern? Herr Ziesen, wollen Sie anfangen? Ja, ich kann anfangen. Also grundsätzlich hatte ich ja schon auch die Vergangenheit oder in der Vergangenheit im Wahlkampf gesagt, wir müssen uns in Ruhe mal die Prozesse angucken. Was mir ganz viel gespiegelt wurde auf meinen Ortstouren war, dass man Anfragen oder Bitten an die Verwaltung herangetreten hat, dass die dann aber teilweise im Sande verlaufen sind, beziehungsweise dass man keine Antworten bekommen hat auf bestimmte Anfragen oder Anmerkungen. Manchmal waren es ein bisschen größere Geschichten, manchmal waren es auch kleinere Geschichten, wie zum Beispiel die Laterne vor meiner Haustür geht nicht. Aber es wurde mir sehr viel gespiegelt, dass man kein Feedback von der Verwaltung gekriegt hat. So, und aus meiner Sicht müssen wir diesen ganzen Prozess, also wie gehen wir eigentlich mit, man muss im Endeffekt sagen, mit Bürgeranfragen, sprich mit den Kundenanfragen für unsere Verwaltung um. Und da strebt mir halt ein Konzept vor, dass wir sicherstellen, so eine Art Beschwerdemanagement einführen, also ein verlässliches Feedback geben. Das heißt, ich werde mich dafür einsetzen, dass jeder Bürger, wenn er denn eine Anfrage, und da gibt es auch so schöne Begriffe wie zum Beispiel Multikanal, sprich egal auf welchem Weg er diese Anfrage stellt, per Telefon, per PC, also sprich per Mail oder auch über ein Beschwerdemanagement-Tool vielleicht auf der Internetseite, dass er innerhalb von 4 Wochen zumindest eine Antwort auf seine Anfrage erhält. Das ist eigentlich mein Konzept. Das heißt, dass wir wirklich es schaffen, wenn wir eine Beschwerde haben, dass diese kanalisiert wird und dann auch bearbeitet wird und dann nach 4 Wochen zumindest ein Zwischenfazit vielleicht ergeht, weil jedes Problem wird man nicht in 4 Wochen lösen können. Aber dass jeder Bürger dann zumindest eine Antwort erhält, Mensch, wir haben dein Problem erkannt. Es ließ sich aber vielleicht noch nicht lösen aus dem und dem Grund. Wir arbeiten aber weiter dran und planen bis, keine Ahnung, je nach Problem, eben vielleicht in einem Monat das Problem dann auch für dich gelöst zu haben. So, wenn man das eben kanalisiert, und das machen wir ja auch gerade mit der Einführung des Behördentelefons, wo ich mich in der Region Hannover sehr stark dafür eingesetzt habe, dass wir das denn jetzt auch machen, dass wir eben einen kanalisierten Prozess haben, wie die Leute eigentlich an das Rathaus rangehen sollen. Und wenn wir diesen Prozess im Rathaus dann vernünftig moderiert haben, sprich, wir gucken uns nochmal alle Prozesse an und sagen, wer ist jetzt eigentlich für was zuständig und verteilen das nochmal sauber. Dann ist es eigentlich auch völlig egal, ob der im Homeoffice sitzt oder eben im Rathaus sitzt. Und wichtig ist, dass die Bürgerinnen und Bürger auch eine Antwort erhalten müssen auf ihre Anfragen beziehungsweise auf ihre Beschwerden. Und wie gesagt, dafür werde ich mich einsetzen. Innerhalb von 4 Wochen kriegt jeder Bürger bei mir eine Antwort. Ob nun so oder so. Danke. Das klingt ja schon mal sehr gut. Herr Schönhoff, wie machen Sie das? Ja, grundsätzlich muss man erstmal analysieren, wo habe ich Kontakte und Schnittstellen zu den Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Das heißt, es gibt ja Verwaltungsbereiche, die eher wenig Publikumsverkehr haben und auch wenig Schnittstellen haben zu den Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Und es gibt Bereiche, die haben mehr Schnittstellen und Berührungspunkte mit den jeweiligen Menschen, die da Interessen an der Verwaltung loswerden möchten. Da muss man dann schon mal schauen. Dann muss man das weiter unterclustern in die Bereiche, ist eine persönliche Kontaktaufnahme möglich und nötig oder ist es eher nicht nötig? Das heißt, wenn ich ein Kennzeichen oder ein Auto ummelden will, dann geht das teilweise schon online, aber auch noch etwas holperig. Das weiß ich, das funktioniert noch nicht in allen Bereichen so, wie es funktionieren sollte. Aber es gibt sicherlich Bereiche, was auch rechtlich schon möglich ist, wo wir die Präsenz, also den persönlichen Kontakt mit den Verwaltungsmitarbeitern und den Mitbürgerinnen und Mitbürgern noch reduzieren können und das dann auf die modernen Kanäle umswitchen können. Das heißt auf Internet, sei es zum Beispiel durch eine kleine 1:1 Videokonferenz. Das macht sie auch immer ein bisschen persönlicher als nur per Telefon oder E-Mail oder welche Kanäle sich da auch immer anbieten. Aber man muss einfach mal schauen, man muss gucken, welche Bereiche kann ich so weit separieren,
dass sie vielleicht autark arbeiten und die dann auch eventuell ausgliedern. Da muss man nicht alle in einem Raum sitzen. Ich glaube, das zeigt uns die jetzige Zeit ganz gut, dass es eben nicht notwendig ist, dass alle nebeneinander im Büro sitzen, sondern dass die auch mal verteilt in der Stadt oder auf der Welt miteinander arbeiten und kommunizieren können. So, und dann sich auf die Kernbereiche, wo wir wirklich den Kontakt von der Verwaltung zu den Mitbürgerinnen und Mitbürgern haben, so weit bestmöglich aufstellen, dass auf verschiedenen Kommunikationskanälen vom persönlichen Kontakt im Bürgerbüro bis hin zu einer reinen E-Mail-Abarbeitung mit Antworten und Fragen mehr oder weniger so weit aufstellen, dass diese den jeweiligen Anforderungen bestmöglich genügen. Und on top würde ich dann sicherlich das von Herrn Ziesenis eben angesprochene Beschwerdemanagement oder ich würde es eher sagen CRM, also das Customer Relation Management, so sagt man in der Wirtschaft, wo man wirklich dann auch gezielt guckt, welche Beziehung habe ich zu meinen Kunden, das sind ja alles unsere Kunden, die Mitbürgerinnen und Mitbürger, um da zu gucken, habe ich das im Griff, ist das im Sinne aller zufriedenstellend oder muss ich an bestimmten Stellen nachsteuern oder gehen vielleicht manche Sachen, wie man sie sich vorgestellt hat, auch gar nicht und man muss nochmal was anderes machen. Aber bei dem von Herrn Ziesenis angesprochenen Beschwerdemanagement, sicherlich muss man das damit einfließen lassen, wenn man diese neuen Pfade online und Telefonkontakte geht, um dann auch sicherzustellen, dass wir da das Bestmögliche erreichen. Aber das war es dann auch schon gewesen. Okay, ja. Roland, wollten Sie noch etwas dazu sagen? Ja, ich muss mal kurz meinen Ton ausmachen, weil gleich ist erste Freitag im Monat, gleich geht bei mir hinten die Sirene hier in Nordhölzern und dann weiß ich nicht, ob ich noch zu verstehen bin. Ah, okay. Ich glaube, ich hätte eigentlich das Wesentliche gesagt. Ich bin nur ein bisschen außer Spur, weil wir zwischendurch abgebrochen sind. Also wichtig ist es eigentlich, dass die Bürger auch Antwort kriegen aus ihrem Rathaus. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Was dann da im Hintergrund für Prozesse ablaufen, ist, glaube ich, dem Bürger relativ unwichtig, sondern der möchte halt nur, dass seine Probleme auch gelöst werden. Und dazu muss man eben auch sagen, dass natürlich je nachdem, was für ein Problem der Bürger jetzt hat, landet er manchmal im Tiefbauamt, manchmal landet er im Hochbauamt, auch Sport und Schule hat natürlich Kundenkontakt. Also es gibt eigentlich wenig Bereiche oder wenig Ämter bei uns in der Verwaltung, die eigentlich überhaupt keinen Kundenkontakt haben. Die meisten haben halt schon einen Kundenkontakt. Und deswegen ist mein Ansatz halt, dass gelenkt, eben egal auf welchem Weg, dass das in die Verwaltung reinkommt und dann eben den zuständigen Mitarbeitern eben angetragen wird, weil, wie gesagt, so wie es im Moment läuft, ja, ich verbinde sie damit Mitarbeiter und dann geht der Mitarbeiter aus irgendwelchen Gründen nicht ran oder die Weiterschaltung hat in seinem Homeoffice nicht funktioniert und dann ist der Bürger wieder draußen. Ich glaube, solche Sachen müssen wir einfach abstellen. Und dazu müssen wir halt gucken, wie wir das eben vernünftig umsetzen können. Das wird wahrscheinlich nicht ganz einfach, aber eine spannende Aufgabe. Ich switche mal wieder, so wie ich das in der Vergangenheit auch öfters gemacht habe. Wir gehen nochmal zurück. 5 Tage, 1. November, 18.30 Uhr. Was war da bei Ihnen los? Wer möchte anfangen? Ja, ich kann gerne anfangen. Was war da bei mir los? Jedenfalls nicht das, was wir uns alle erhofft und gewünscht hatten. Es war keine Wahlparty. Es war eine sehr, sehr beschauliche Runde. Meine Frau, meine beiden Söhne und ich, wir haben vor der Beamer-Leinwand gesessen, haben uns die Ergebnisse von HAN-IT angeguckt und waren dann mit einigen Freundinnen und Freunden zusammengeschaltet per Webex in dem Fall und haben dann halt online die Ergebnisse kommentiert, analysiert und natürlich mitgefiebert. Man darf ruhig zugeben, dass der Blutdruck und die Pulsfrequenz nicht im Bereich des Normalen gelegen haben, sondern schon ein bisschen erhöht gewesen sind. Natürlich ist das eine sehr wichtige Entscheidung gewesen am letzten Sonntag. Das passiert nicht oft, dass man in Barsinghausen für das Amt des Bürgermeisters kandidiert und dementsprechend ist man natürlich auch innerlich aufgewühlt und angespannt. Als sich dann die ersten Ergebnisse abgezeichnet haben, das war ja schon bald 18.30, 18.40, bin ich persönlich schon so ein bisschen runtergekommen und ja, damit möchte ich es erstmal bewenden lassen.
Herr Ziesenis, wie war das bei Ihnen um 18.30 Uhr? Naja, der Puls, ehrlicherweise, der war schon ein bisschen höher, nicht? Das ist natürlich, sowas macht man ja nicht alltäglich, deswegen da geht der Blutdruck schon ein bisschen hoch. Ich habe aber in der Vergangenheit schon viele, ja, ich sage jetzt mal, wir haben es auch natürlich online gemacht. Das heißt, ich war auch hier und ich sage ganz ehrlicherweise noch, als zweiten Haushalt hatten wir noch den Parteivorsitzenden der CDU, Herr Michael Kowalski, hier bei uns sitzen. Das war dann im Endeffekt auch, abgesehen von der Familie, die Runde der Wahlparty und wir haben es eben auch online gemacht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sehr, sehr stolz den Abend und sehr beeindruckt, dass doch ein Drittel der Basinghäuser, wenn es denn den Tag zur Entscheidung gekommen wäre, mich als ihren Bürgermeister ausgewählt haben. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Das muss man ehrlicherweise sagen, weil es auch keine Selbstverständlichkeit ist. Auch wenn man natürlich als CDU-Kandidat vielleicht auch immer ein bisschen Rückenwind hat, dass eben ein Drittel der Basinghäuser gesagt haben, egal welche vier Kandidaten dann noch mit rumlaufen, wir wollen Roland Ziesens als Bürgermeister haben. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und das gibt einen natürlich auch Aufwind, dass man sagt, Mensch, die Leute finden das gut, was du machst. Also kannst du oder bist du eigentlich auf dem richtigen Weg. Und jetzt geht es natürlich darum, deswegen sitzen wir hier auch zusammen, eben für mich diesen Weg zu vollenden, dass wir eben am 15. November das hinkriegen, dass ich dann eben auch Bürgermeister dieser Stadt werden darf. Das würde mich sehr, sehr freuen. Wie gesagt, so war die Gefühlslage. Das ist vielleicht nicht immer ganz deutlich rübergekommen in den ein oder anderen Medien. Der liebe Stefan Tatka hat das vielleicht auch manchmal so ein bisschen aus dem Zusammenhang wieder gerissen. Ich glaube, wir beide haben ja auch telefoniert. Also es war schon ein sehr, sehr schöner Abend, muss man ganz ehrlich sagen, wo ich unglaublich für dankbar bin. Ja, vielen Dank. Zurück zu Themen, die Sie beschäftigen werden. Die Energiewende ist in aller Munde, keine Frage. Es geht natürlich darum, wie kann man die Gesellschaft so vorbereiten und umstrukturieren, dass wir weg von insbesondere der nuklearen, aber auch der fossilen Energie kommen und hin zu regenerativen Energien. Das Thema Windkraft ist da eins, das auch im Bereich Basinghausen immer wieder eine Rolle spielt und auch im Wahlkampf ja bisher zumindest tendenziell eine Rolle gespielt hat. Da gab es ja durchaus interessante und unterschiedliche Vorstellungen und unterschiedliche Probleme und Thematiken, die da mitgespielt haben. Vielleicht können Sie noch mal kurz und knapp, ich sage jetzt mal ohne Zeitbeschränkung, aber vielleicht in 3, 4 Sätzen noch mal deutlich machen, wie Ihre persönliche Haltung zum Thema Windkraftanlagen ist. Vielleicht fängt Herr Ziesenis an. Sehr gerne. Also grundsätzlich ist es so, dass jede Kommune in Deutschland dazu verpflichtet ist, eben eine entsprechende Fläche für Windkraft auszuweisen. Das heißt, egal was man macht, an einer Ausweisung von Windkraftflächen kommt man gar nicht vorbei. Das sollte natürlich in der heutigen Zeit auch eine Selbstverständlichkeit sein. Für mich ist aber ganz wichtig bei Windkraft, dass wir da unsere Bürgerinnen und Bürger mitnehmen. Das heißt, wir müssen eben, oder es muss uns gelingen, in Basinghausen eben Standorte zu finden, die, sage ich jetzt mal, rechtlich möglich sind, die aber nach Möglichkeit eben in einem möglichst geringen Konflikt mit den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt stehen. Ich glaube, die Stadt Basinghausen ist da auf einem ganz guten Weg. Es gibt bestimmte Flächen, die werden im Moment analysiert. Ob das da möglich ist oder nicht, wird man da sehen. Aber ich bin ganz ehrlich, zwei Sachen sind da für mich wichtig. Also einmal Akzeptanz bei den Bürgerinnen vor Ort. Und ich glaube, das schaffen wir durch eine Forderung, die die CDU auch immer in der Region auch vertreten hat, nämlich, dass wir mindestens 1000 Meter Abstand zu der Wohnbebauung halten. Das war allerdings eine Forderung von vor 4 Jahren. Heute muss man natürlich sehen, bei den Riesendingern, die da teilweise gebaut werden sollen, ob man diesen Abstand vielleicht noch erhöhen muss. Und für mich ist ganz wichtig eben auch mit Hinblick auf unseren Grundwasserschutz, dass für mich die Fläche in Egesdorf in keinster Weise, also Egesdorf-Langreder, in keinster Weise dafür in Frage kommt, sondern da würde ich eben den Weg des Rates, der bisher hier gefahren wurde, nämlich dass Egesdorf dort nicht entwickelt werden soll, auf jeden Fall mit allen Mitteln auch weiterhin unterstützen. Herr Schönhoff, wie sieht das bei Ihnen aus mit Windrädern? Wie viele kriegen wir? Ja, die einleitenden Worte, dass wir als Kommune verpflichtet sind, da bestimmte Flächen auszuweisen. Ich meine, es sind 2% sogar in der Richtung, die hat Herr Ziesenis schon genannt. Da muss ich nicht näher drauf eingehen. Das heißt, wir haben eine Verpflichtung, hier etwas auszuweisen. Wir sind in Basinghausen im Moment auf dem richtigen Weg, indem wir nämlich auch in unserer Stellungnahme an die Region zum Raumordnungsprogramm
erneut darauf hingewiesen haben, dass wir diese Fläche selber bestimmen wollen und nicht uns von der Region über das Raumordnungsprogramm mehr oder weniger fremdbestimmen lassen. Wir haben vor 2 Jahren im Bauausschuss da einen sehr guten Anfang gemacht. Wir hatten da eine Beratungsfirma, die da eine Software vorgestellt hat, in der man erstmal die ganze Fläche von Basinghausen im Ganzen sieht und dann bestimmte Ausschlusskriterien macht. Wohnbebauung mit bestimmten Abständen und dann fallen schon wieder Flächen raus. Es bleiben ein paar Flächen über und dann geht es weiter. Da kann man weitere Faktoren eingeben, die dann wieder Flächen rausfallen lassen oder Flächen hineinkommen lassen. Unter anderem dann auch mit Einbeziehung der Bürger und Bürgerinnen und Bürger. So war das damals geplant. Es ist dann aufgrund der Klage gegen das Raumordnungsprogramm nicht vollendet worden. Das müssen wir jetzt aber nochmal machen. Denn wir müssen zügig unseren eigenen Flächennutzungsplan ausweisen, Windenergie und Flächen vorhalten und somit der Region zuvorkommen, um dann nicht wieder von anderen Interessen gesteuerte Flächen vorgeschrieben zu bekommen. Das ist der Weg, den Basinghausen gehen soll. Und ich denke, unter Einbeziehung der Mitbürgerinnen und Mitbürger und unter Zuhilfenahme von solchen Softwarelösungen, wo man dann wirklich ganz dezidiert herausarbeiten kann, welche Flächen geeignet sind oder weniger geeignet sind. Ich denke, das ist der richtige Weg. Und da bin ich auch gar nicht so weit weg von Herrn Ciesinis. Gerade was die Geschichte in Egesdorf angeht, es gab ja schon damals gegen das damalige Raumordnungsprogramm anhängige Klagen, die dann aber nicht weiter beschieden worden sind, gerade wegen des Grundwasserschutzes und Durchstoßens der Tonschicht. Fragt man sich, was hat Egesdorf mit Eckerde zu tun? Das Wasserwerk ist doch in Eckerde, ja, das stimmt so. Aber der Grundwasserleiter führt durch dieses Gebiet und das war damals Gegenstand der Klage der Stadtwerke und die würde ich auch weiterhin in der Sache unterstützen. Man sieht, dass Wind und Wasser gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Das hat alles ganz viel miteinander zu tun am Ende. Das macht den Job des... Ich würde da gerne noch ein bisschen drauf reagieren. Ja, gern. Weil es nämlich schon ein Unterschied ist, als das regionale Raumordnungsprogramm erlassen wurde, da hatten wir dort einen anderen Dezernenten sitzen. Heute sitzt da eine CDU-Dezernentin und darauf hat die CDU in der Regionsfraktion, das weiß ich, weil ich es selber mit beschlossen habe, auch sehr viel Wert gelegt, dass wir eben das Verfahren eben nicht, so wie es bei Priebs gelaufen ist, ne, unter Rot-Grün, ich entscheide, wo es hinkommt und das war's dann. So soll das Verfahren diesmal nicht sein, sondern wir haben ja insbesondere ein sich ergänzendes Verfahren. Das heißt, wir haben eine Planung vor Ort und noch eine übergeordnete Planung von der Region. Und wir wollen eben gerade das als CDU in der Region auch erreichen, dass wir eben gemeinsam mit den Kommunen eben einen Windplan entwickeln, der eben auch dann von allen Beteiligten vor Ort auch getragen wird. Und das ist der wesentliche Unterschied im Vergleich zum Verfahren, wo es eben vor 4 Jahren eben nicht von allen getragen wurde, weswegen auch mehrere Kommunen, nicht nur Basinghausen, sondern auch mehrere Kommunen gegen das regionale Raumordnungsprogramm Wind geklagt haben, weil sie eben sich von oben bestimmt fühlen. Und ich möchte nochmal klar sagen, das wird diesmal nicht der Fall sein, sondern die Region wird diesmal mit den Kommunen zusammen einen gemeinschaftlichen Plan erarbeiten. Das ist ein ganz anderes Verfahrensansatz, als er eben vor 4 Jahren der Fall. Ja, nichtsdestotrotz müssen wir natürlich, wenn wir hier in Basinghausen Flächen ausweisen wollen, unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger einschalten. Und das war ja mein Ansatz, dann da auch nochmal den Weg zu gehen mit diesem Programm, wo wir dann über die verschiedenen Ein- und Ausschlusskriterien geeignete Flächen ausweisen können. Also das schon ein bisschen weiter runtergebrochen auf die Kommune. Du wirst lachen, dieses Programm hat die Region auch. Aber es ist, also ich glaube, wir sind uns einig, dass wir es auf jeden Fall mit den Bürgerinnen und Bürgern im Konsens machen wollen. Und wie gesagt, da sehe ich zum Beispiel bei der Fläche Egesdorf erhebliche Probleme und deswegen werde ich mich dafür auch nicht einsetzen. Danke. Die Wege unterschiedlich, das Ziel fast gleich. Gehen wir nochmal zu einem Thema, wo es vielleicht ein bisschen mehr die Unterschiede vielleicht deutlich werden. Wir hatten es anfangs schon beim Thema Rathauserweiterung, dass da unterschiedliche Positionen klar geworden sind. Darum geht es ja. Das ist ja so ein bisschen mein Job, zu versuchen, Themen zu finden, wo unterschiedliche Positionen klar werden, damit die Leserinnen, Leser, Hörerinnen, Hörer, Zuseherinnen, Zuseher, Leser und wie auch immer
alle mal schauen können, wo sie sich eher wiederfinden auf der einen oder anderen Seite, damit es einfacher wird, am 15. November das Kreuz an der für den jeweils Entscheidenden richtig zu setzen. Ein anderes aktuelles Thema, wo es, glaube ich, auch zwischen Ihnen beiden und auch Ihren Fraktionen und Parteien möglicherweise unterschiedliche Auffassungen gibt, ist das Thema Stadtbaurat. Das war vorhin schon ganz kurz Thema. Die Stelle des Stadtbaurates war besetzt nach viel hin und her und langer Leerstand sozusagen durch Herrn Wollny, der uns inzwischen auch bereits wieder verlassen hat. Diese Stelle ist jetzt aufgewertet worden, es ist eine Wahlbeamtenstelle geworden. Herr Wollny war durchaus hier in Basinghausen ja, hatte ein großes Ansehen, war durchaus als zupackend und zugreifend auffällig geworden, sage ich mal positiv, hat zahlreiche Projekte vorangetrieben und so schnell wie er das vorangetrieben hat und so wie er dort geagiert hat, war er plötzlich auch wieder verschwunden. Nun ist diese Stelle aufgewertet worden, ich sage jetzt mal so, in eine Größenordnung, wie Herr Wollny das jetzt in Wunsdorf, seiner Heimatstadt, wahrnehmen darf. Jetzt ist die Stelle hier quasi ähnlich, will ich mal sagen. Aber gestern Abend ist im Rat berichtet worden, es gibt keinen geeigneten Bewerber, obwohl die Stelle geupdatet worden ist und hoch dotiert wurde. Wie geht's denn jetzt weiter? Ich meine, wir kriegen jetzt einen neuen Bürgermeister im Januar. Wir kriegen erstmal keinen neuen Stadtbaurat. Das Thema wird ja zwangsläufig einen von Ihnen beiden und im Zweifel auch beide, weil im Rat bleibt der jeweils andere ja als Ratsmitglied weiterhin erhalten, wird Sie und die ganze Stadt ja beschäftigen. Wie geht es denn jetzt weiter? Also klar, die Stelle wird neu ausgeschrieben, das ist klar, aber hätte man das nicht vielleicht anders lösen können? Hätte es da nicht einen Weg gegeben, ohne, also natürlich mit Ausschreibung und dergleichen, aber hätte es nicht eine Option gegeben, auch Herrn Wollny zu halten? Herr Schönhoff, möchten Sie anfangen? Ich weiß nicht, ob es im Moment zielführend ist, sich darüber Gedanken zu machen, was hätte vor einem halben, dreiviertel Jahr passieren können. Also ich denke mal, das ist im Moment nicht der richtige Weg, denn wir haben die Situation so, wie sie ist. Herr Wollny hat uns Anfang des Jahres verlassen. Seine Arbeit habe ich sehr geschätzt, sofern ich sie dann vorgestellt bekommen habe. Es hat keinen Sinn, sich darüber jetzt aufzuregen. Es ist so, wie es ist. Wir haben die Stelle hoch dotiert. Da waren wir uns über die Fraktionsgrenzen hinweg auch einig, dass wir das tun müssen. Das ist jetzt so. Wir haben die Stelle ausgeschrieben. Es gab nur wenig geeignete Bewerber, die dann teilweise auch noch zurückgezogen haben. Ich denke, so viel darf man sagen. Alles, was darüber hinausgeht, ist schon ein Stück weit vertraulich und wir müssen jetzt mal sehen, dass wir diese Stelle mit den Möglichkeiten, die sich jetzt durch Personalsuche bieten, auch neu besetzen. Aber wie gesagt, ich bin kein Freund davon, jetzt vergangenen Zeiten hinterher zu trauern. Wir müssen nach vorne schauen und gucken, dass wir das in Zukunft auf die Reihe kriegen. Herr Ziesendes, wie sehen Sie das? Ja, natürlich, Henning hat schon recht, das Problem, das in der Vergangenheit da war, das lösen wir nicht, indem wir es aufarbeiten, aber es ist natürlich, es zeigt auch eine klare Haltung. Also Herr Wollny hatte mehr oder minder durchblicken lassen, wenn man ihn befördert, sage ich jetzt mal so, dann würde er auch bleiben. Wir haben ihn, und ich glaube, da ist sich der Rat insgesamt auch einig, dass die Arbeit, die Herr Wollny gemacht hat, eigentlich eine sehr, sehr gute war. Deswegen hätten wir auch ihn gerne behalten, aber es die Mehrheiten haben ihm gefehlt, um ihn zu befördern, sage ich jetzt mal so. Das ist aber im Nachhinein ist es immer schwierig, nicht? Man spricht immer von Personalbindung und wenn dann Personal mal an einen rantritt und sagt, das und das hätte ich gerne, dann bleibe ich auch, dann wird es nicht gemacht. Das sollte natürlich aus meiner Sicht auch anders laufen. Aber wir müssen halt in die Zukunft gucken und aus meiner Sicht, das hatte ich aber auch an mehreren Stellen schon gesagt, müssen wir eben übergehen von der allgemeinen Ausschreibung alleine, die hilft uns eben nicht, sondern wir müssen übergehen zu einem aktiven Recruiting. Das heißt, wir müssen eben unsere Verbindung, die wir haben als Politiker in Verwaltung hinein, insbesondere auch nutzen, aktiv eben Leute, auch wenn es bitter klingt, näher abzuwerben. Das heißt, ihnen einfach auch mal die Option zu zeigen, Mensch, in Basinghausen, wenn du dich da bewerben würdest, das könnte vielleicht auch ganz gut klappen. Weil es ist häufig mal so, dass Mitarbeiter sich das gar nicht trauen, sich auf eine Stelle zu bewerben, gerade wenn es jetzt so ein großer Sprung zu B2 ist. Die sagen, ja, ich habe jetzt A15, ob ich da an eine B2-Stelle rankomme, das weiß ich gar nicht. Das heißt,
wir müssen diesen ganzen Personalgewinnungsprozess uns in der Stadt mal angucken und sagen, nicht nur einfach ausschreiben, sondern wirklich, wo können wir eben gerade für diese Leitung stehen, eben auch gezielt, vielleicht sogar Headhunter, wie es in der Wirtschaft üblich ist, eben einschalten oder auch eben über unsere Kontakte, die ich zum Beispiel auch sehr, sehr viel habe, wo finden wir eigentlich aktiv Personal her? Und nicht nur immer alles auf der Internetseite zu schreiben und zu sagen, bitte bewerbt euch, sondern aktiv Leute ansprechen und ihnen die Chance nochmal nahezutragen, dass sie vielleicht im Basenhaus werden können. Ich hatte es vorhin schon gesagt, wir brauchen diesen Baudirektor unbedingt. Das heißt, hier ist auch wirklich schnelles Handeln erforderlich, damit wir eben unsere Probleme oder unsere Projekte, die sehr, sehr wichtig sind in unserer Stadt, wie Schulen und Kindergärten auch umsetzen können. Und deswegen müssen wir da aktiv rangehen, glaube ich. Dem kann ich auch nur ein Stück weit beipflichten. Und es ist auch ein Stück weit unverständlich, warum die Bewerbungslage auf die jetzt so hoch dotierte Stelle dann doch so schlecht gewesen ist. Ich denke, da müssen wir auch noch mal mit in medias res gehen und gucken, warum ist das eigentlich so, dass auf eine so gut dotierte Stelle mit solchen herausfordernden Aufgaben wie in Basinghausen, das ist ja jetzt nicht so, dass wir gerade nicht so richtig viel zu tun haben, sondern wir haben wirklich herausfordernde Aufgaben mit den Schulneubauten, mit dem Bau von neuen Gerätehäusern oder dem Gerätehaus in Goltern speziell. Wir haben Herausforderungen im Bereich des Rathauses und so weiter und so fort. Das ist für einen Stadtbaurat sicherlich eine wirklich herausfordernde Aufgabe und die ist dazu auch noch gut dotiert. Also warum dann wirklich die Resonanz auf diese Stellenausschreibung so schlecht ist, da müssen wir wirklich nochmal in uns gehen und gucken, woran liegt das. Natürlich dann gepaart mit den neuen Möglichkeiten, die wir dann haben durch das aktive Recruiting. Also da bin ich gar nicht so weit von dir entfernt, Roland. Ja, wobei ich mir schon einen Grund vorstellen könnte, warum es bei uns manchmal ein bisschen schwierig ist. Und zwar, wenn sich manche im Rat mal reflektieren, wie Sie denn so in den vergangenen Jahren mit der Verwaltung an Spitze natürlich mit dem Bürgermeister umgegangen sind. So etwas, sage ich jetzt mal, spricht sich auch hin und wieder rum. Das heißt, der Rat muss da auch mal sich an die eigene Nase fassen. Weil häufig war es auch so, es gab halt auch viele Sachen, wo sich Mitarbeiter wirklich Mühe gegeben haben. Und wir haben auch gute Mitarbeiter im Rathaus. Manchmal wird mir das von der Politik insgesamt, da nehme ich mich vielleicht an mancher Stelle gar nicht aus, aber insgesamt nicht ordentlich genug wertgeschätzt. Und da muss vielleicht jede Fraktion, die einen oder anderen waren, ein bisschen sehr harsch mit dem Rathaus in der vergangenen Zeit. Vielleicht liegt es auch daran, weil wenn man jedes Mal, wenn man sich neu bewirbt in eine Stadt oder guckt, ist das vielleicht eine Option für mich und guckt dann mal so in die Zeitungsartikel, wie denn da miteinander umgegangen wird, glaube ich, war es in der Vergangenheit nicht unbedingt immer zielführend, wie manche Leute andere eben niedergemacht haben. Und da gucken sich halt Bewerber auch an und entscheiden dann für sich, möchte ich eigentlich in diese Stadt, wo das Klima nicht so richtig gut ist. Und deswegen ist mein Ansatz auch, sollte ich Ihr nächster Bürgermeister werden, eben insbesondere dieses Klima zwischen Rat und Verwaltung deutlich wieder aufzubessern, damit wir eben gemeinsam das erreichen können, was wir nämlich für Basinghausen auch wollen, nämlich dass Basinghausen eine noch attraktivere und noch lebenswertere Stadt wird. Das ist auch mein Ziel, aber ich möchte da jetzt nicht im Raum stehen lassen, dass entsprechende fehlende Wertschätzung oder Anerkennung nur von Seiten des Rates in Richtung Verwaltung ausgegangen ist. Hin und wieder ist es auch in anderer Richtung gewesen. Aber ich denke mal, auch das ist ein Bereich, wo wir nach vorne gucken sollten. Und gerade das Verhältnis zwischen Rat und Verwaltung oder Verwaltungsspitze, um es zu präzisieren, nochmal neu nachjustieren müssen. Und da möchte ich für einstehen, denn ich habe von vornherein gesagt, ich möchte nicht polarisieren, sondern moderieren. Da bietet sich ja ein Personalwechsel geradezu an. Neuer Bürgermeister, neuer Stadtbaurat. Das gibt ja viel Hoffnung, dass das Klima etwas entspannter wird. Herr Lahmann hat ja auch den einen oder anderen namentlich durchaus genannt, der ihn dazu bewogen hat, will ich mal sagen, nicht wieder zu kandidieren als Bürgermeister. Ob das alle Gründe waren, weiß man nicht, aber zumindest hat er das als einen Grund benannt. Ich würde gerne noch ein aktuelles Thema jetzt zum Schluss, weil wir haben die eine Stunde fast geschafft. Wir hatten aber auch eine kleine Unterbrechung drin von 3-4 Minuten, deswegen ein bisschen Luft haben wir noch.
Noch ein anderes aktuelles Thema, auch gestern Abend Thema, soweit ich das weiß, im Rat gewesen, nämlich die Frage, in Corona-Zeiten, die Werte schwanken mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber insgesamt sind sie hoch. Was macht man zum Schutz von Ratsmitgliedern, zum Schutz von Verwaltung und Bürgerinnen und Bürgern? Wie geht man mit politischen Themen um in einer Gemengelage, in einem heraufziehenden Winter, der natürlich jetzt stattfindet? Was macht man momentan? Klar, das ist weitestgehend bekannt, aber was wäre, wenn Sie Bürgermeister wären? Natürlich kann der das nicht allein entscheiden, der Rat hat da natürlich auch mitzureden, aber was wäre Ihr Vorschlag gewesen aktuell? Wie würden Sie mit den Gremien umgehen und den Beschlüssen, die zu treffen sind im Rahmen dieser Pandemie? Wer möchte? Ich kann gerne anfangen. Gerne. Wir haben gestern versucht, das über eine Änderung unserer Hauptsatzung neu zu regeln. Da gibt es Öffnungsmöglichkeiten, die sich jetzt durch eine neue Gesetzeslage im Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz gegeben hat. Da kann man jetzt auch Möglichkeiten nutzen von zum Beispiel Videoformaten für Ausschusssitzungen. Bestimmte Beschlüsse können im Umlaufverfahren zum Beispiel erwirkt werden. Wir hatten gestern darüber diskutiert, wie man eine Delegation von verschiedenen Entschluss- oder Beschlussvorlagen auf den Verwaltungsausschuss delegieren kann. Dazu gab es Stellungnahmen. Alles vor dem Hintergrund, Präsenzveranstaltungen zu minimieren. Denn machen wir uns nichts vor. Wir haben gestern in der Aula des Schulzentrums zusammengesessen. Das war soweit okay, aber wir haben auch schon im Zechensaal vom Rat aus zusammengesessen. Das ist prinzipiell auch okay, aber da gibt es den Hygieneplan, da müssen beide Türen geöffnet sein. Und gerade bei fallenden Temperaturen wird es dann irgendwann dann doch mal schwierig, 4 Stunden da im Zechensaal zu sitzen und es pfeift die ganze Zeit der kalte Wind durch die Füße. Das soll jetzt nicht heißen, wir würden das als Anlass nehmen, jetzt nicht tagen zu wollen oder so, aber es macht es schon nicht einfacher. Deswegen die Vorschläge, Online-Formate zu nutzen, wo man eventuell oder wo man auch Bürger mit einschalten kann. Wir haben da im Moment noch keine zufriedenstellende Lösung in der Verwaltung, was die technische Umsetzung angeht. Daran müssen wir arbeiten. Das wurde gestern nochmal berichtet, dass wir da im Moment noch nicht so weit sind, dass das auch mit zusammen mit der Verwaltung funktionieren könnte. Ist eine Aufgabenstellung, der müssen wir uns widmen. Und ansonsten, wir haben es ja jetzt schon im Wahlkampf vorexerziert, die persönlichen Kontakte runterzufahren und auf solche Formate wie heute zu setzen oder auf Videobotschaften, die auf verschiedenen Plattformen hochgeladen werden können. Ja, wir müssen insgesamt vorsichtig sein. Wir müssen uns an die Regeln halten, an die IHH-Regeln, H plus L. Und vor diesem Hintergrund müssen wir alle technischen Möglichkeiten nutzen, arbeitsfähig zu bleiben, aber auch im Kontakt zu bleiben. Herr Ziesenes. Ja, das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Also die Verwaltung muss natürlich handlungsfähig bleiben. Das hat auch der Gesetzgeber, sprich der Landtag, erkannt, dass die bisherigen Regelungen, die uns zur Verfügung standen, also technische Lösungen wie eben Online-Versammlungen oder auch Umlaufbeschlüsse, das gab es eben im Frühjahr noch nicht. Und da hat man gesehen, dass da auch dann eine Verwaltung, weil wir sind ja Teil der Verwaltung als Rat, eigentlich an die Grenze seiner Handlungsfähigkeit kommt. Wir haben natürlich immer als Rat in Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister uns sehr, sehr gut, glaube ich, in der Vergangenheit verständigt, was kann man eigentlich machen, um die Handlungsfähigkeit erstmal aufrechtzuerhalten. Unter natürlich den Bedingungen, wir können natürlich nicht uns, wie wir wollen, schön alle treffen, obwohl wir das rechtlich dürfen, und sagen den Bürgern, ja, ihr müsst zu Hause bleiben, wir gehen aber alle mit voller Stärke zur Ratssitzung. Ich glaube, das haben wir in der Vergangenheit auch sehr, sehr gut hingekriegt, dass wir eben die Kontakte auf ein Minimum reduziert haben. Das heißt, auch gestern waren natürlich nicht alle Ratsmitglieder anwesend, sondern wir haben das Paring-Verfahren wieder eingeführt. Das heißt, jede Fraktion reduziert eben die Mitglieder, die da hingeschickt werden, auf ein notwendiges Maß, sodass eben der Raum schon automatisch nicht so groß gefüllt ist. Ich glaube, das sollten wir in der Vergangenheit auch tun.
Nur es ist natürlich auch so, im Frühjahr war das alles noch kein Problem, weil wir gesagt haben, die Themen, die dann wirklich strittig sind, also wo der Rat, wo es vielleicht auf die Stimmenmehrheit ankommt, die schieben wir nach hinten raus, haben wir damals gemacht. Aber man sieht natürlich dann auch irgendwann, dass man damit dann auch am Ende ist von der zeitlichen Schiene her. Nichtsdestotrotz müssen wir eben diese Pandemie sehr, sehr ernst nehmen. Wir können halt nicht sagen, wenn eben die Gewerbetreibenden, so wie im Moment Gaststätten, eben wieder schließen müssen, dann machen wir das weiter wie bisher. Das heißt, da müssen jetzt eben Lösungen her. Wie gesagt, das Umlaufverfahren ist, glaube ich, ein sehr guter Lösungsweg, um handlungsfähig zu bleiben. Aber wir müssen natürlich auch sicherstellen, dass es in irgendeiner Weise auch noch, weil ja leider keiner weiß, wie lange uns dieses Thema leider noch begleiten wird, müssen wir natürlich auch den politischen Prozess sicherstellen. Das heißt, wir können nicht unendlich lange Themen, die halt diskutiert werden müssen, nicht nach hinten rausschieben. Das heißt, eine politische Diskussion muss noch stattfinden. Und da würde ich auch sagen, ist wahrscheinlich der beste Weg. Entweder man macht es so, wie wir es im Frühjahr gemacht haben, mit Ausschüssen, wo die Anzahl dann deutlich reduziert ist und bespricht da die Themen intensiv. Oder man macht es eben mit Video-Ausschusssitzung, wozu wir jetzt eben auch die rechtliche Möglichkeit haben. Wir müssen natürlich auch da gucken, was kriegt die Verwaltung hin. Da gibt es natürlich auch immer noch so ein paar rechtliche Fragen. Dürfen wir jetzt zum Beispiel, wie wir sprechen, über Zoom? Das ist ja nun, ich weiß es gar nicht, über welchen Server Zoom läuft, aber ich glaube auch... Wollen wir gar nicht wissen. So, dann wäre das natürlich für eine vertrauliche Sitzung, die wir ja auch immer noch haben bei den Ausschüssen hinten dran, natürlich zum Beispiel gar nicht zulässig. Das heißt, man muss gucken, wie wir diese Probleme lösen. Und da hat eben die Verwaltung auch, weil das Thema natürlich jetzt zwar schon uns eine längere Zeit beschäftigt, aber natürlich jetzt erstmal mal gucken musste, was gibt uns das Land für Möglichkeiten an der Hand, haben sie da noch keine optimale Lösung gefunden. Wichtig für uns ist aber, glaube ich, als Ratsleute, aber da spricht der Rat auch mit einer Stimme, dass man sagt, wir gucken, wie kriegen wir es halt unter den Gegebenheiten, das heißt unter möglichst einer Reduzierung der Kontakte auf das notwendige Maß weiterhin hin, dass wir vernünftig über bestimmte Themen diskutieren können. Weil zum Beispiel, ich sage jetzt mal, was letztes Mal im Schulausschuss war, Lisa-Tetzner-Schule bzw. das Schulzentrum, das sind natürlich so komplexe Themen, die kann man eigentlich nur in der Diskussion richtig lösen, also sprich mal die Ansätze herausarbeiten, Nachfragen stellen, das geht ohne Diskussion nicht. Und ohne Ausschusssitzung haben wir halt nicht die notwendige Zeit, um jedes Thema dann intensiv diskutieren zu können. Das heißt, wir müssen halt zum Mittelweg gehen, natürlich eben die Lage ernst nehmen und das tun auch, glaube ich, im Rat alle, aber die Handlungsfähigkeit erhalten, das ist erstmal das Wichtigste und auch den politischen Prozess, den muss es auch in Zukunft geben. Und da müssen wir halt gemeinsam nach Lösungen suchen. Wie gesagt, und da stehen uns eigentlich nur die Optionen zur Verfügung, Reduzierung der Ausschussmitglieder, was wir in der Vergangenheit auch schon gemacht haben, oder wenn es dann die Verwaltung hinkriegt, auch rechtssicher hinkriegt, dann eben Online-Ausschusssitzungen zu machen. Ein kleiner Hinweis von mir noch in dieser Beziehung. Wir haben gestern also sogenannte Meldeschwellen mehr oder weniger beschlossen, ab welchen Inzidenzwerten in Basinghausen wir zu Ausschüssen in der Präsenz einladen und wann dann halt eben nicht. So hat man dann erstmal im Gegensatz zum Frühjahr, wo das ja alles noch nicht untersucht war und auch mehr oder weniger nicht ganz klar war, wie sich das alles so miteinander verhält, jetzt feste Regularien, wann wir zur Ausschusssitzung und zu Ratssitzungen, in denen die Ratsmitglieder dann präsent sind, einladen und wann wir eben nicht einladen und Umlaufbeschlüsse, Delegationen oder im besten Fall, wenn wir es dann technisch hinbekommen haben, im Online-Format tagen werden. Also das haben wir gestern zumindest beschließen können und das ist erstmal ein kleiner Schritt in die Richtung, dann auch flexibel auf die sich ändernden Gegebenheiten über die Inzidenzwerte in Basinghausen eingehen können. Prima. Ja, meine Damen und Herren, die Zeit ist schon wieder rum. Wir hatten uns darauf verständigt, dass wir es bei etwa einer Stunde halten wollen. Die haben wir ganz knapp gerissen, aber mit der kurzen Unterbrechung ist das, glaube ich, wieder ausgeglichen. Wir haben uns verabredet, dass wir nächsten Freitag am 13. November uns nochmal hier treffen um 18 Uhr zu zumindest unserer Finalrunde, den Freitag vor der Wahl. Am 15. November dürfen Sie alle noch einmal zur Wahlurne schreiten, noch einmal wählen zwischen Roland Ziesenis von der CDU und Henning Schönhof von der SPD. Ich freue mich auf nächsten Freitag, wünsche allen Beteiligten ein schönes Wochenende und verabschiede mich aus dem Livestream. Einen schönen Abend noch.
Ja, das wünsche ich auch und bleiben Sie gesund. Bleiben Sie gesund und gehen Sie zur Wahl.